Gürtelschlingel, was geht? Am 13. Juni werden die zwei neuen Limited Edition von Gönnergy für euch am Start sein. Bei Rewe und Kaufland. Yeah, baby! Wir haben dazu ein unfassbar riesiges Gewinnspiel für euch am Start im Gesamtwert von 50.000 Euro. Das ist das größte Gewinnspiel, was wir jeweils mit Gönnergy gemacht haben. Wir haben riesige Gewinne. Als allererstes haben wir hier den ersten und den zweiten Platz, jeweils 10.000 Euro Cash. Also damit kann man auf jeden Fall was machen. Der dritte Platz lässt sich aber auch nicht lumpen. Das ist ein unfassbar schöner Gönnergy PC in den Farben der neuen Sorten. Da könnt ihr ja schon mal spekulieren. Intel Core i7, 32 GB RAM, GeForce RTX 4080. Also es ist ein unfassbar geiler PC von unserem Partner MIFCOM. Dann haben wir Platz Nummer 4, den Asus Gaming Laptop ROG Strix G17 mit AMD Ryzen und auch im Wert von 2.500 Euro. Und der PC hat im Übrigen einen Wert von 6.500 Euro. Auch noch iPhones, und zwar 5 an der Zahl, iPhone 15. Wir haben noch 3 Apple AirPod auch am Start, 10 PS5 haben wir am Start, wir haben 10 Nintendo Switch auch für euch am Start. Wir haben noch Gönnergy gratis für umsonst 200 Trays. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist ja klar, wie groß Gönnergy folgen, im nächsten Beitrag den Beitrag liken und zwei Freunde markieren, mit denen ihr die Preise teilen würdet. Das Gewinnspiel geht bis zum 16. Juni, sind Gesamtpreise im Wert von 50.000 Euro anlässlich der zwei neuen Limited Editions, die ab dem 13. Juni bei Kaufland und bei Rewe für euch am Start sein werden. Seid gespannt, die sind köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftig. G steht für Gönn, viel Erfolg. Jalla. Jo, moin moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt's wieder ein neues Video in aller Frische. Ich hoffe, euch geht's gut. Momentan ja ein bisschen weniger meinerseits, aber ich verspreche euch, im Hintergrund wird fleißig gearbeitet. Der eine oder andere von euch hat ja auch die neue Halle gesehen. Da werden noch einige Dinge gemacht. Das Setup etc. steht schon. Die Leute, die mir bei Social Media etc. folgen, bei Instagram und so, haben es vielleicht auch gesehen. Aber wer hätte es gedacht, Onkel Monte bastelt da doch nochmal wieder ein bisschen rum und wird da ein bisschen optisch noch was hermachen. Ja, dementsprechend habe ich mir gedacht, ich setze mich mal wieder an den PC und nehme mal eine Offstream-Reaction auf. Wir schauen uns an, vom hungrigen Hugo schreiben dir viele Frauen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Hungriger Hugo, immer ein klasse Video. Bin sehr gespannt. Let's go. Wir haben hier hinter uns 25 ersteigerte Koffer. Das hat so Spaß gemacht, Digga. Das hat wirklich so Spaß gemacht, die Koffer auszupacken. Werden wir auch auf jeden Fall zeitnah machen. Und was zeitnah auch noch kommen wird, ist Zuschauerpakete. Ich habe da jetzt endlich eine Lösung gefunden und ihr könnt mir auch bald Pakete schicken. Das Einzige, was ihr da machen müsst, ist mir bei Social Media folgen, weil ich werde das hier nicht bei YouTube oder so ankündigen, sondern ich werde dann die Adresse, wo ihr die Pakete hinschicken könnt, denke mal via Instagram teilen. Das kann auch ziemlich lustig werden, ja? Verloren gegangen sind und nicht abgeholt worden sind. Scheiß drauf! Was läuft? Willkommen zum geil. Nächsten Video. Ist alles voller getragener, dreckiger Wäsche, Digga. Drecksau. Boah, Bruder, was hat sich da mit dem gebürsteten Pferd? Ey! Irgendein Haar hab ich nur. Da haben ja einige auch gesagt, so es wäre respektlos, da jetzt so in den Koffer zu spitten, während ich ein Haar im Mund habe. Also ich muss dazu sagen, also natürlich nehme ich mir auch immer gerne Kritik zu Herzen, aber diese ganzen Klamotten, die da dort gespendet werden, wandern ja oder sind in die Altkleider, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Altkleider ist es jetzt nicht. Ich habe sie auf jeden Fall für wohltätige Zwecke gespendet und ich gehe auch mal davon aus, dass diese stinkenden, getragenen Klamotten dann vorher, beziehungsweise von den Leuten, die es bekommen, auch gewaschen werden. Man kann natürlich immer noch darüber diskutieren, ob ich da jetzt irgendwie, wenn ich ein Haar im Mund habe, reinspitte, aber ich fand es jetzt in der Situation ehrlicherweise nicht so schlimm. Letztendlich ist ja immer noch mein Eigentum, was ich mir gekauft habe. Ich finde es auch nicht respektlos. Ich gehe davon aus, dass die Klamotten gewaschen werden und ob da jetzt noch irgendwie ein kleiner Spitfleck von mir ist, weil ich irgendein Schamhaar im Mund habe. Das habe ich jetzt in der Situation nicht für so schlimm empfunden, muss ich gestehen, ja. Das ist mit Abstand der widerlichste Koffer bis jetzt. Ich sag ehrlich, Digga, das ist so mein Umsatz. Also diesen Clip finde ich so lustig, Digga. Also das ist mit Abstand der widerlichste der Koffer bis jetzt. Den finde ich so funny, Digga. Im Nachhinein habe ich diesen Clip gesehen, ich habe so Lachflash geschoben. Man kann nur Spaß haben mit Abo, Digga. Wie ein
Harry Bauer, Digga. Mann, das ist so ein Amazon-Koffer, ja, Digga. Ja, Amazon Basic. Amazon Basic, ja, Basic am Arsch. Mülltonne. Der packt solche Koffer. Irgendwelche Saufkrüge, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Ja, Handmade hier am Arsch. Digga, das ist billige Qualität. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Respektlos, das ist Eigentum anderer Leute und. Ich hab das in dem Moment nicht so empfunden. Letztendlich sind das Koffer, die verloren gegangen sind, wofür Leute durch Versicherung oder ähnliches ihr Geld wieder zurückbekommen haben. Und zu 95% waren das wirklich Schrottkoffer. Vielleicht mache ich es nächstes Mal nicht so, aber ob ich da jetzt irgend so einen Saufkrug kaputt mache oder nicht. Also ich habe für die Koffer bezahlt. Letztendlich ist ja mein Eigentum. Mit meinem Eigentum kann ich machen, was ich möchte, theoretisch gesehen. Habe ich jetzt nicht so als schlimm empfunden. Einige Leute haben da ein bisschen Sand in der Vagina gehabt. Ja gut, können sie ja auch haben, alles gut. Wie gesagt, nur nochmal für euch als Verständnis. Ich habe für diese Koffer 15.000 Euro bezahlt und der teuerste Gegenstand, der da drinne war, waren Kopfhörer im Wert von, also zumindest den Wert, den ich da gesehen habe, neue iPhone-Kopfhörer. Ansonsten habe ich sämtlichen Inhalt, jedes einzelne Klamottenstück, was dort in den Koffern war, gespendet für hilfsbedürftige Menschen. Ne? Und ob ich da mal einen Saufkrug kaputt mache oder nicht, also ne. Kein Bock mehr auf den Piss. Dann willst du wahrscheinlich das hier auch nicht haben. Sag mal her, was ist das? Oh, hier, René, guck mal hier, aber ganz was Feines. Hier. Sag mal her, das Pop oder? Ich muss nachher einmal meine Hände. Yeah! Man riecht diese Person auch noch. Also, es riecht nach Frau. Ja, ist so. Hat er recht. Oh, das ist ja ein richtiger Oma-Schlüpfer, Alter. Wer zieht den denn an? Wir fahren jetzt kurz den Wagen ein bisschen vor. Boah, ja, gefällt euch das? Bin ich eine sexy Truck-Maus, hä? Oh. Also ich sage euch ehrlich, der Stream hat so unfassbar viel Spaß gemacht, wenn ich jetzt gerade die Sachen sehe, die Clips und so. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen, auch Geschenke auspacken, beziehungsweise Zuschauerpakete auspacken, wird sehr lustig. War eine sehr gute Harmonie mit Abu, mir und Gixen, Wixen. Das hat richtig Spaß gemacht, Digga. Ich glaube, Aliens sind schon unter uns. Gib mal Illuminati rückwärts ein. Illuminatirückwärts.com. Ey, ich bin raus. Okay, das wird mir alles zu abgefuckt. Gib mal ein Medikament, Latein und Deutsch übersetzen. Medikament, Sie werden mich... Ich habe den Aluhut auf. Das ist nicht mehr normal. Ey, mein Insta ist weg. Ey, bei mir auch. Eli, dein Insta ist weg. Das ist nicht mehr normal. Ach du Scheiße. Erklär mir, was der das ist. Der Aluhut, Digga. Das ist in der Nähe von Kalifornien. Ich schicke jetzt Sydney die Koordinaten durch. Der ist doch in der Nähe von Kalifornien. Also, siehst du das hier? Ihr werdet da hinfahren. Das ist in der Nähe von Kalifornien. Warte mal, gib mir mal die Koordinaten, Chat. Wie weit ist es von mir entfernt? 3 Stunden. Es hat geklingelt. Ich schwöre, sie packen mich. Ich würde mir niemals selber was antun, Chat. Ey, Edis wurde gepackt. Ey, wir haben Edis verloren. Edis wurde gepackt, Chat. Hey, ich bin echt. Alles gut. Ich bin's wirklich. Soll ich beweisen, dass ich der Echte bin? Ich glaub dir mir jetzt nicht. Wer ist es? Ja, Edis macht jetzt Beatbox-Bewertungen. Das war echt, Bruder. Nah in Sky. Doch morgen Video, Bruder. Erkenne den Edis. Wir haben heute eine sehr, sehr besondere Folge. Erkenne den Edis. Was machst du heute noch? Ich bin in Berlin, Alter. Berlin, 1. Mai, da muss doch irgendwas abgehen. Genau das wollte ich filmen. Das juckt ihn halt überhaupt nicht. Er meint damit Edding die Toilette vor, Alter. Junge. Auffällig ist das neue unauffällig, ja. Das kenne ich auch noch aus alten Zeiten, Kappi. Und Berlin ist kein Problem. Berlin ist ganz chillig. Ich habe heute auch wieder die Blurbs angemacht für den IRL-Stream. Den hat zwar die ganze Zeit bezahlt, aber... Oh, Digga, Mann, das sind Blurbs. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte gerade, dass mich irgendwer anhubt, aber da war niemand. Oh. Es reicht, oh. Leute, es reicht. Es reicht. Oh. Internet. Ich muss hier unbedingt weg. Ich liebe die Ludolfs so sehr, Digga. Wie sehr habe ich damals auf die Ludolfs gechillt, Digga. Damals war Fernsehen noch irgendwie viel besser, Digga. D-Max, also nur Disrespect. Damals war D-Max auch irgendwie noch viel besser, Digga. D-Max war damals mein Fels in der Brandung, Digga. Auf D-Max kam damals so viel geiler Scheiß, Digga. Und mittlerweile irgendwie habe ich auch da irgendwie das Interesse dran verloren, Digga. An D-Max und den ganzen Sendern. Also die Ludolfs, Digga, wie ich mir die reingezogen habe, Digga. Boah, das hat so Spaß gemacht, Mann.
weg. Das ist ja wirklich so unangenehm. Es kommt. Wir gehen heute übers OMR-Festival und schauen einfach mal, was hier so geht. Da ist keiner da. Ich bin nicht mehr Fame genug, Digga. Keiner kennt mich. Alles vorbei, Digga. Wir haben uns letztes Jahr getroffen im Backstage. Kann gut sein, ja. Ja, hast du ein Video, hat mein Sohn gemacht. Ach so, ja. Ja, haben wir letztes Mal. Hey, ihr kennt es auch vom letzten Jahr. Wie er gedacht hat, sein Handy ist versteckt beim Film. Ja, also mir wäre auch nicht aufgefallen, dass wir Ich sage auch, mit Abo, Messen machen so viel Spaß. Ich glaube, ihr enjoyt das auch alle sehr. Mit Abo ist immer sehr viel Harmonie. Für den Jungen habe ich immer Platz im Herzen, Digga. Wer bist du? Alle filmen dich. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich mach Pornos. Porno Black, Digga. Guck mal, sein Amateur-Equip. Aber ich muss dazu sagen, die Antwort gebe ich öfters mal, auch so, wenn die Kamera nicht an ist, wenn Leute mich fragen, ja, wer bist du, warum kenne ich denn alle, dann sage ich öfters dann schon mal, ich mache Pornos. So, wenn ich ab und an treffe ich auch mal so gerade Erwachsene, so 18, 19, die dann irgendwie mit ihren Eltern unterwegs sind, die machen dann mit mir ein Foto und fragen die Eltern, sag mal, ja, was machst du denn? Sag ich, ja, ich drehe Pornos, ihr Sohn kennt mich aus der Pornoindustrie. Natürlich löse ich das dann immer auf, aber es ist immer schon so ein kleiner Running Gag. Mit den ganzen Kabeln. So mal war das hier. Guck mal, die haben da vorne auch ganz professionelles Equipment. Wir wollen einmal ganz kurz Penisvergleich machen, wer den größeren Penis hat. Ich hätte gerne einen kleinen. Der war nett. Der war super nett. So, jetzt ist an der Zeit. Ich musste das Mikrofon das erste Mal einfurzen, Digga. Digga, das ist aber auch ein Talent, Alter. Es gibt ja auch, glaube ich, richtig leckeres Essen. Das ist schon mal wichtig. Digga, wir haben so viel gefressen da. Wir sind hier auf der OMR Hamburg und wir sind nur am Fressen, Digga. Ich geb dir 200 Euro, wenn du errätst, von wem dieser weise Spruch kam, ja? Ich hab nur verschwitzte Fans. Ist es von Elotrix? Keine Ahnung, Digga. Die richtige Antwort wäre gewesen, Anni Sedak. Ja, ich hab auch nicht so Bock auf meine ekligen verschwitzten Fans, Chad. Ich sag's so, wie es ist. Hier. Max hat dir eine Memo geschickt. Aber Kevin, wir sind ja heute zum Clash of Clans Spiel verabredet. Aber das ist halt so mein Main Game eigentlich, ne? Ich möchte nicht, dass du Clash of Clans spielst. Oh mein Gott, Bro, ich hab's nicht gecheckt. Ich hab dieses Anni the Duck in ihr Video nicht komplett gesehen. Dann guck das. Nee, Bruder, ich glaube, das haben schon ungefähr alle Streamer übernommen. Es haben alle Streamer in Deutschland dieses Statement schon durchgenommen, Digga. Guckt euch das mal an. Ich nicht. Ich zum Glück nicht. Komplett Twitch Germany war heute dieses Statement. Das ist doch nicht normal. Edi, du musst jetzt die Tiefe aus. Ich hab mir nur die Zusammenfassung angeguckt auf entspannter Rino, Digga. Ich kurz rüber gucken. Wir haben im Team Kuba Matze, Rohat, Willi und Trimax. Hä, der ganze Trittler. Lass ihr alle. Links von dir ist einer, Max. Wo ist links, Digga? Links oben, hier, da ist er. Du hast die Bombe. Was? Das ist große! Du musst defusen gehen. Ich habe auch ein bisschen Valo offscreen gespielt, aber. Ich, Schere. Eigentlich, Bro. Wo ist denn überhaupt die scheiß Diffusen-Taste? Ich wollte. Aber ich schau gerne Valo zu, muss ich sagen. Und weiß doch nicht mal wie! Max Diffuse! Wie ist der Diffusen? Oh Mann, das ist so scheiße, wer hier spielt! Ihr wisst, dass ich das nicht kann! Alles gut, alles gut! Mikey, Alter! Alles gut, ich bin 6-2! Mal gucken, was Mickey da gemacht hat. Er hat gewonnen oder verloren? Mickey hat Küche aufgeräumt. Er hat die Küche aufgeräumt? Ja, der macht den Abwasch. Macht den Haushalt gerade. Heute gibt es wieder einen gediegenen IRL-Stream zusammen mit dem Anzeigen-Hauptmeister. Ich sag ehrlich, trotz aller Kritik und der nehme ich mich auch gerne an. Also ist okay, wenn ihr mich dafür kritisiert. Habe ich auch den Stream als unterhaltsam empfunden mit ihm auf jeden Fall, ja. Also schade, das Wetter hat nicht mitgespielt und war echt scheiße. Und wenn ihr mich dafür kritisieren wollt und mich haten wollt für den Stream, dann ist es vollkommen legitim. Das ist Kritik, die ich sogar verstehen kann. Aber der Stream an für sich, also ich fand ihn schon sehr unterhaltend, ja. Man dazu zu sagen, für mich persönlich. Auch, weil er falsch parkt. Viele Falschparker behindern oder gefährden ja auch andere. Viele fangen ja auch klein an. Fast jeder Krimineller fängt ja gleich an. In der Regel fängt ein Krimineller nicht gleich mit einer Geiselnahme an. Bei einem Falschparker muss man sich das ähnlich vorstellen. Die fangen vielleicht an mit Linksparken, wenn sie ganz durchdrehen auf der Autobahn. Und das meinst du jetzt, könnte auch ein... Das hat er wirklich ernst gemeint, ne? Potenzieller Entführer sein schon, ne? Könnte, wer weiß. Also jeder fängt ja klein an. Warum schickt er denn noch? Das hier ist ein Gehweg mit Radverkehr frei. Digga, der Clip war so, also wirklich... Hey, wir dürfen...
ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, auf dieser Straße habe ich in meinem gesamten Leben noch nicht einen Fahrradfahrer gesehen. Und ich glaube, das, was der Anzeigenhauptmeister da erzählt hat mit diesem Weg, war Quatsch mit Soße, Digga. Ich bin nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Du fährst jetzt hier wirklich mit Schrittgeschwindigkeit? Ja. Verkehrszeichen 240, die Geschwindigkeit ist an den Fußgängerverkehr anzupassen. Das ist nicht 240, das ist die 239 mit Zusatzzeichen Radverkehr frei. Hier steht keine 240, hier steht eine 239. Wie ist das jetzt in der Öffentlichkeit zu stehen? Kriegst du auch viele Anfragen von Frauen? Sowohl als auch. Aber ich habe gehört, du hast keinen Bock auf Frauen momentan. So sieht's aus, es kostet Geld, es kostet Zeit. Was hat das Zeichen 69 zu sagen, Anzeigenhauptmeister? Bist du da, wenn geübt? Was, Zeichen 69? Das Zeichen... Den hat er auch gar nicht verstanden, die 69, Digga. 69. Was? Also Verkehrszeichen 69 habe ich jetzt noch nie gehört. Und da drinnen geübt? Verkehrszeichen 69 kenne ich nicht. Okay, 69er ist eine Sexstellung. Aha. Ja, ein sehr geiles Video, ey. Dicke Props an Hungriger Hugo. Sehr geil editiert. Ich freue mich immer auf ein Video von Hungriger Hugo. Lasst Liebe auch beim Hugo da. Der ist auch verlinkt ganz oben in der Videobeschreibung. Also unfassbar schöne Videos. Und wir sehen uns bald. Ich hoffe, dass ihr das Video auch enjoyed habt. Much love. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao. Kuss, kuss.